Hallo und herzlich Dein willkommen Geld zurück ist bei mir in hier bestem in der Anno-Historie mit Hassan Ben Sahid und den inoffiziellen Anno-Addon. Jetzt habe ich meinen Text vergessen, egal. Inoffiziellem Addon-Zeug. Und wir waren irgendwo dabei, was ich auch nicht mehr weiß. Das ist wunderschön. Wir wollten. Große Sprünge machen wir nicht, aber wir kommen über die Runden. Ja, ich wollte mich so ganz mittelfristig mal. Wo ist denn mein Flaggschiff? Das ist nicht mein Flaggschiff. Irgendetwas. Warum habe ich dieses Schiff gebaut? Ich hatte doch bestimmt etwas damit vor. Ach, hier ist noch kein Schiff mit dabei. Ja. Und ich sehe auch gerade, wo mein Flaggschiff ist, da oben. Und zack. Und zack. Den müssen wir noch wegbringen. So. Ja, aber was wollte ich prinzipiell machen? Ich wollte irgendeine neue Handelsroute festlegen oder... Sei ein wenig nachsichtiger und du kannst es mir gleich tun. Ach, ist doch auch egal. Habt ihr eure Pflicht erfüllt? Danke. Ihr habt dem Kaiserreich... Meinen Respekt. Sehr schön. Dann fahre ich jetzt hiermit zum Hafen zurück. So ist es recht. Lade mir ein paar schöne Sachen ein und beginne dann mal ein wenig die orientalische Siedlung auch ein wenig mal überhaupt den Grundstein zu legen. Also jetzt auf Vordermann bringen wir jetzt schon zu... So, ein bisschen Stein gleich. Ach, keine Ahnung. Dann fahren wir mal hier unten hin. Dass die auch ein wenig Baumaterialien abbekommen. Ich finde das hier sehr schön mit den Ruinen. Das gefällt mir doch sehr. Ach, verdammt. So nicht. So, und jetzt? Hoch. Ja, jetzt sind wir hier im Berg. Okay. Doch nicht so schön, wie ich dachte. Ja. Muss schon sagen, dieser Postkartenmodus ist eine lustige Spielerei. So, bleibt denn... So, entschuldigt diesen Cut. Das war ein nerviges Telefon. Spiegelung schon? Hui, hui. Interessant, also grafisch auf jeden Fall natürlich, da es ja auch das neueste Spiel ist, das angenehmste von allen. So, da sind wir. Dann können wir ja jetzt einmal anfangen. Was brauchen wir denn? Ach ja, wir brauchen Datteln. Wir brauchen Datteln. Die gab es, soweit ich weiß, kaum auf irgendwelche Inseln. Hier nicht. Hier gibt es sie, aber hier ist schon wer anders. Da ebenfalls. Oh mein Gott. Sind das hier Datteln? Habe ich die Insel vollkommen übersehen? Bin ich bescheuert oder sowas? Da ist ja noch eine Insel. Euer Geld ist bei mir in den allerbesten Händen. Sogar eine richtig schöne Insel. Hä? War die da auch schon da? Ich bin jetzt vollkommen... Hä? Ja, von mir aus kriegst du deine. Erwartet ihr nun eine Gegenleistung? Ach, lass mal stecken. So, dann fangen wir auch gleich einmal an hier mit den... 19 Dattelfelder, das heißt, das sind auch neue... Wenn ich nur wüsste, wie die genau aussehen. Schauen wir es uns mal an. So sehen die aus. Okay. Dann... Wie machen wir das jetzt am besten?
sind jetzt 20, das heißt, wir können einfach eine vorne abreißen, dort den Zuweg machen. Dann haben wir ein wunderschönes, ausgedorrtes Dattelnfeld, das wir natürlich auch noch bewässern können. Selbstverständlich. So. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Wie schnell die doch grün werden, das ist immer wieder erstaunlich. Lass mich unter die Arme greifen. Ich sollte echt mal gucken, ob man zumindest einige von denen ausstellen kann. Besiedelt. Was? Noch eine? Mittlerweile wird es knapp mit 9 Inseln. Irgendeine Insel wollte ich doch noch haben. Hier gab's Gold drauf, 2-mal. Ist auf noch einer Gold. Irgendwo gab's auch noch... Hier, ja, das war die andere, die so richtig gut war, aber die ist schon. Das heißt, ich sollte schnellstmöglich mal zumindest hier diese kleine Insel besetzen mit den 2 Goldvorkommen. Hier ist noch einmal Kupfer. Kupfer habe ich auch hier 2, aber kein Gold. Und hier ist auch genug Kupfer. Das heißt, Kupfer brauche ich wirklich keins. Dann weiter. Nur halt ein wenig Gold wäre schick. Machen wir das gleich hier hin. Können wir das Schiff auch gleich erstmal zurückschicken. Um mehr Zeug zu holen. So, dann haben wir jetzt hier Datteln. Können wir jetzt hier irgendwo anfangen, eine Siedlung aufzubauen. Zum Beispiel da. Zack und zack. Und sehr viel werden wir jetzt nicht bauen können, weil dazu braucht man auch Werkzeuge für diese Häuser. Ja, genau. Wir können genau gar nichts bauen. Da fährt unser Schiff. Das heißt, wir können ja mal gucken, was können wir sonst noch so machen. Wie geht's hier so den ganzen Waren? Fische, Salz, Most, ja. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Die Enten haben keine Kirche. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Lasst mich jetzt mal nicht machen, wenn die Zeit gekommen ist. Oh, gerade kein Bock, sorry. Dafür... wir können schon eine große Kirche bauen. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Oder auch nicht. Was ist? Willst du bei mir anheuern? Nicht irgendein Schiff, was immer mal runterfährt? War das das hier? Ja. Gut, dann muss das jetzt eben... Wie geht's denn eigentlich den Kohlevorräten? Was knapp. Ja, Kohle könnte ich auch noch mal ein bisschen mehr dann machen. Ich nehme hier mal ein bisschen Stein mit. Und baue hier noch eine zweite Kühlerei hin. Hier... Nein. Ach egal, wir haben bestimmt gleich wieder Stein. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Zack. Es geht doch. Zack. So, dann haben wir mehr Kohle. Muss ich jetzt allerdings auch gucken. Unsere Bilanz nähert sich schon wieder so ein bisschen dem Nullpunkt. Das heißt, ich sollte dann auch anfangen, dass sich das da unten ein bisschen lohnt, was wir da jetzt an Haufen Kontoren gemacht haben. So, dann kann ich jetzt hier ja erstmal ein wenig Stein mitnehmen. Noch ein bisschen davon. Wozu wollte ich jetzt eigentlich Stein haben? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal. So, ich wollte hier nämlich eine... Na, komm. Eine Kirche bauen.
ich die hier in die Mitte baue oder hier hin. Dahin vielleicht, dann deckt das sogar alles ab. Das eine Haus da hinten muss dann halt mal dran glauben, was dann keine Kirche mehr hat. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Jetzt geht's dem ganz schlecht, ja. So, komm, bauen wir Neues hin. Hier kommen wieder zwei Wohnhäuser erstmal hin. Gut. So. Dann brauche ich wieder Straßen, selbstverständlich. Gut, und dann müsste ja hier auch schon unser Boot angekommen sein. Mit ein paar Baumaterialien. Ja, volle Lager, klar, wenn dir keiner das abnimmt. Und das kann ich hier gut verstehen. Nein! Ein fairer Handel. Da habe ich... Ah, da habe ich die Straße verkackt. Schon wieder fast. So. In die Richtung kann man auch gleich ein bisschen Straße ziehen. So. Hier kommt auch das gleiche alte Anno-Geräusch wie beim Bau der normalen Häuser. Ich wende hier auch das gleiche Layout so im Großen und Ganzen an. Machen wir mal auf die Stufe. Ich bereue nicht, das Nomadenleben aufgegeben zu haben. Die hätten gerne noch ein bisschen Milch. Auf jeden Fall dürften die jetzt anfangen, dann irgendwann Datteln zu essen. Dafür kann ich hier ja mal gucken. Na? Nee, Milch kann ich Ihre noch gar nicht bauen. Baumier versteht es, eine Siedlung zum Jetzt kann ich es bauen. Gut. Ein gutes Geschäft. Ja, das brauche ich dann so wie die Schaffarmen. Zack. Bekommen wir sogar schon Milch und dann geht es denen hier sogar verhältnismäßig einigermaßen okay. Frische Datteln. Ja, frische Datteln gibt es auch. Und den Gebetsplatz, dazu brauchen wir... Was brauchen wir eigentlich an Besitztümern? Dingens und Tonwaren. Okay, und wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Habe ich denn hier, hier unten habe ich auf jeden Fall noch jede Menge Baumaterialien, die ich mir auch erstmal schnappen werde vorerst. Denn die Insel brauche ich jetzt eigentlich mehr oder weniger wenig. Es wird Zeit, dem Sultan von eurer Siedlung zu erzählen. Oh, schon Dorf, das ging aber schnell jetzt. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Dann nehmen wir hier uns mal das Holz weg, zumindest im größten Teil. Bringen das hier hinten hin. Und wir können auch mal wieder unsere Einschmeicheltour machen. Auch ihr wollt in den diplomatischen Dienst? Bemüht euch nicht. Ah, schade. Ich werde ohnehin nicht verraten, wer alles meine Dienste in Anspruch nimmt. Auch ihr wollt in den diplomatischen Dienst treten? Das ist wahrlich ein Dienst an Kaiser und Vaterland. Oh ja. So, dann können wir gleich mal gucken, wie geht es hier, dieser Gebets, das ist diese komische Wand. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Kein allzu großen Einflussbereich, das heißt, die muss ich hier so ein bisschen in die Mitte. Eine
Oh, ein ganzes Let's Play, nur diese Teile bauen. Lustig. Gut, und wenn wir uns jetzt schon so gut um die kümmern hier, können wir eigentlich auch noch gleich ein paar mehr von denen bauen. So, dann bauen wir hier mal eine Straße und hier eine Straße und da eine Straße und da eine Straße. So. Jetzt werden das hier auch noch ein paar mehr. 300 neue, ja, das müssen wir so steigern. Ja, ja. Es geht doch. Okay. Dann brauchen wir prinzipiell mehr Werkzeuge. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Aber dann können wir in der nächsten Folge ja mal anfangen, uns um die Tonwaren und damit um die ersten orientalischen, ja, Bedürfnisse unserer Bürger zu kümmern. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao!